willkommen zu einer neuen Ausgabe. Das heißt neue Ausgabe, neue Folge. Und ich grüße euch ganz herzlich. An dieser Stelle gucken wir mal rum. Wir haben ja hier die Samstagsausgabe. Ich habe wieder das Käppi auf mit dem Puschel. Falls es ihr in der Freitagsausgabe gesehen habt, ich habe oder bemerkt habt, die Soundqualität war besserer. Und jetzt geht es darum, hier mal die beiden besserer. Genau, richtig. Mal versuchen, einen Ork rauszulocken. Ja. Haben die keinen Bock oder was? Und das für ein Mist. Menno. Dann versuchen wir es nochmal. Und zwar mit einem kleinen Feuerregen. Richtig. Das gibt auch ein bisschen Punkte. Und mal gucken, wer noch alles überlebt davon. Ach, der ist da unten wieder am... Oh, Mann. Wieder einer runtergefallen. Mist. Der hat es bestimmt nicht überlebt, ne? Wo ist er denn? Ja, da unten liegt, ne? Shit. Oh, das war knapp. Ja, dann, okay. Holen wir uns nochmal den Katana raus und gucken mal. Du bist hin. Schön. Ah, Verlust ist immer, ich weiß. Dann gehen wir nochmal hier gucken. Ob es hier irgendwie was in der Ecke gibt. Nischt. Und dafür haben wir hier ein paar Snipper zum Beispiel zum Regnen gebracht. Das ist gut so. Ja, um den Troll kümmere ich mich nachher noch. Aber erstmal hier ein bisschen die Snapper versnappen. Okay, wie viel haben wir denn einbüßen müssen, was die Lebensenergie angeht? Nicht zu holen. Okay, ja klar. Bevor ich zum Troll gehe, müssen wir mal wieder was essen. Und die Golem-Schutzrüstung anziehen, das machen wir hiermit. Ja, weil nämlich der Troll nämlich auch sonst sich langweilt. Naja, ist gut. Es steht aber ziemlich da nah am Ende hier. Oh, 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 oh! Wo bin ich? Wo bin ich? Untergefallen! Shit! Und wie immer, na was heißt wie immer, aber ich habe vergessen abzuspeichern und deswegen sieht es hier eventuell anders aus. Es sieht anders aus, weil ich musste nochmal ab einem gewissen Punkt wieder mal eliminieren, wie ich es eben machte. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den trolligen Troll hier mal anlocken können. Ja, er macht hier den Breiten. Mal gucken, nehmen wir den Baum hier, damit er nicht so ganz so vorwärts kommt. Oh! Yeah. Aber geht das doch fixer hier. Jawohl. Gibt der nicht immer nach hinten um? Tatsache, der kippt immer nach hinten um, meine Herren. Gut, dann gehen wir mal durch seinen Körper durch. Durch den Astralkörper des Trolls. Und was hat er denn hier bewacht? Extrakt der Heilung und Ledersäckchen. Das ist gut. Oder Lederbeutelchen. Jedenfalls hat er da schon mal einen anderen Heinz da eliminiert gehabt, oder? Getötet? Ja, ja, okay. Zeit, Moment mal, Snipperches zu looten. Und, was ist denn da unten los? Okay, da müssen wir auch noch hin. Und dann gehen wir mal wieder hier auf den Pfad der Tugend und speichern mal ab. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Ja. Schauen wir mal hier rum. Hier nochmal kurz gucken in die Ecke hinein. Ah, hier gibt es ein paar Sachen wahrscheinlich. Außer Heilkraut nur ein paar kaputte Fässer. Eine Feuernessel. Oh! Wo kommt er denn jetzt plötzlich her hier? Ha! Ha! Mann! Ja, ist natürlich kein Wunder. Oh.
Okay. Also gehen wir nochmal zu den kaputten Sachen hier hin. Ja, während ich das hier aufnehme, es ist heute Dienstag, 9:30 Uhr in der Früh. Was heißt in der Früh, aber schon. Ja, da hinten ist er, da hinten ist er. So, ich habe nicht abge... Oh, da sind gleich zwei. Nein, kein... Und wieder keine Geschwindigkeit, weil ich wieder mal kaputt war vorher. Super klasse. Mal gucken, vielleicht... Ja, damit können wir so ein bisschen schwächen. Okay, wo ist der zweite? Der zweite ist wieder weg. Wo ist der zweite? Da wieder da runter. Ach, ist wieder einer runtergesegelt. Wetten? Nicht oder? Zu plündern. Nee. So was Beklopptes aber auch. Okay. Das ist nicht zu fassen. Wenn man was vorhat, dann hat man was vor. Oh, hier war ich ja schon das dritte Mal. Oh, da ist noch meiner. Ja, wieder kein. Ach so, okay. Dann war der das wohl, ne? Dann hat er sich wieder zurückgepisst, verpfiffen, vertan. Supp, vielleicht sollte ich doch nochmal wieder mein Ringelchen wieder kurz an- und ausziehen. Aus- und anziehen, besser gesagt. Ah. Und auch mal abspeichern. Man weiß ja nie, was da kommt. Gut. Supp, supp, supp. Jo, noch eine. Jo, noch eine. Schauen wir mal. So, er holt aus. Da kann man immer wunderbar hier auch schon... jetzt hat er wieder seinen komischen... Nein! Oh. Pipet ihn auch noch. Oh. Speichern und futtern. Oh, eine schwebende Heilwurzel. Auch gut. Kann passieren, ist nicht schlimm. Haben wir hier was? Nö, eben mal rübergesprungen und gelunzt. Da ist ja, da ist das Feuerchen mit den ganz vielen. Mit den ganz vielen, na, wie heißen sie nochmal? Gobos. Das sind aber alles Elite-Gobos, oder? Krieger, Elite-Krieger, Krieger. Ja, schauen wir mal. Oh, jetzt komme ich an meinen Puschel so ein bisschen ran. Das hat ein bisschen gerauscht. Das lassen wir mal. Ungeschnitten. Ja, dann. Oh, wieso nicht? Na, wer kommt als erstes? Hä? Könnte ich die alle schaffen? Mit nur einer Waffe? Okay, ein bisschen Abstand nehmen. Okay. Na, du bist aber ein harter Bursche. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Und hier ein rostiges Schwert. Da haben wir 5 Goldstücke. 10 Gold. Du brauchst ein rostiges Schwert und ein Pilzchen. Was versteckt sich denn hier noch in der Ecke? Waldenbeere und ein Ledersack. Mittlerer Lederbeutel. Ah! Also das ist sehr ergiebig hier in diesem Tal. Das finde ich schön. Ja, da wollen wir mal gucken, was wir hier als Ledersäcke haben. Aha, hier. 50 Gold. Okay. Gibt es noch mehr? Schauen wir mal. Schwarzpulver. Ja, ansonsten habe ich sie alle geöffnet. Dann können wir ja weitermachen, nicht wahr? Gut. Setzen wir unseren Ledersack hier wieder weg. Unser Lederbeutel, unseren richtigen. Ja, da habe ich auch Münzen drin. Taler. Ja, auch Taler. Bum, 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 bum. Ja, guck einer, schau. Ein kleinsamer Remit. Ich meine, ein einsamer kleiner. Da ist nicht zu holen. Elite-Krieger ohne Inhaltsstoffe. Aber hier Feuerkraut und eine zauberhafte Heilwurzel. Ho, 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 ho. Was ist denn hier hinter? Aha. Oh yeah. Jetzt bin ich schon wieder da oder bin ich woanders?
Oder sieht das alles nur so gleich aus? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal weiter. Nee, Fleischwanze. Da speichere ich mal, bevor die mich kaputt macht. Jawohl. Die greift mich an. Na, wo bist du denn? Was spielst du denn hier, Fangheuschrecke? So, hab ich dich eigentlich schon? Ja, hab ich schon. Nicht nochmal den Katana ziehen. Ja, da ist was Ulkiges. Wie heißt der Typ? C, also Sumpfgolem. Oh, auch noch C. Ach, Leute, und da hinten versteckt sich wieder eine Fangheuschrecke. Jedenfalls hat die so lustig. Oder habe ich mich vertan? Nee. Also ich weiß, dass da eine war. Ich glaube, ihr habt das auch gesehen. Die ist bestimmt da wieder runtergekracht. Oh, hoffentlich hat sie einen harten Panzer, damit ich später wieder auf sie treffen kann und sie dann letztendlich kaputt säble. Tja, zäher Sumpfgolem. Hm. Vorsichtshalber mal die Sumpfgolem-Rüstung, nein, die Golem-Rüstung anziehen. Wo bist du denn? Ja, angezogen sind wir jetzt und er macht echt einen auf Speer hier. Puh. Alter, haut er mich natzend wieder nieder. Ne, ich glaube, den kriege ich so nicht. Ja, jetzt, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, ich bin hier auf dem Stück Brücke gelandet. Und jetzt? Jetzt hat er sich selber hier runtergestürzt. Nicht gut. Gut, dann machen wir das anders. Und zwar werden wir ihn ein bisschen einfrieren. Sodele. Katana ziehen. Ups. Der geht ja aus dem Eisblock raus. Das ist nicht gewollt. Na? Hoffentlich schaffe ich das. Oh, jetzt ist er aufgetaut. Er ist auf Tiefkühlkost. Gemüse-Tiefkühlkost. Okay, er ist jetzt weg. Der zähe Sumpfgolem mit einem Herz eines Sumpfgolems. Herrlich. Speichern. Ja. Gucken wir mal auf der Karte, wo wir hier genau sind. Sind wir jetzt da, wo wir... Ja, aha. Okay, hier muss irgendwo was noch vergraben sein. Hier vielleicht. Gucken wir mal. Mana-Extrakt. Bart-Axt. Und sonst noch was. Außer, dass es hier ein bisschen unwegsam ist. Und voller Steine. Mhm. Immer klettern, immer gucken, immer einen auf Tränker machen. Ne, da ist wohl nix. Okay. Ach, hier ist auch wieder was drin. Aber ich habe mich jetzt dem Kreuz entfernt. Gehen wir nochmal hier direkt vor diesem Eingang und gucken uns nochmal um. Also ist es hinter mir. Ach, da ist ja die Schrecke wieder. Hier sollte das sein. Ach, jetzt habe ich wieder meine Golem-Rüstung wieder noch an. Aber ich schau mal. Okay. Dann sollte ich die immer auch so schnell wie möglich wechseln. Manometer. Wo bist du denn? Da ist er. Okay. Moment mal. In das Kreuz. Upsa. Hier sein soll. Dann ist es bestimmt hier in dem Felsen. Ja. Hä? Was? Oder ist es hier oben drüber? Mann, muss auch mal dreidimensional denken, nicht wahr? Dann das zweite Kreuz. Guckt da wieder auf der Karte. Das wäre dann hier. Mhm. Das wäre dann wahrscheinlich hier oben drüber. Oder ich gehe erstmal hier rüber. Ne, geht da nicht. Toll. Ja, dann muss ich wohl hier wohl oder übel rein.
Lass mal absuchen hier. Hier noch an den Hängen zu suchen gibt, zu looten. Ah, hier ist doch was. Ah, nee, das ist Textur. Gewächs, was ein bisschen halb außer. Aus dem Dings kommt, aus dem Grund. Gespeichert. Und jetzt gucken wir uns mal, was wir hier drin haben. Wahrscheinlich, wie ich es mir wieder vermute, gibt es hier wieder eine bunte Tafel zu holen. Upsa. Die blaue und die gelbe haben wir ja. Die habe ich in Erinnerung, dass wir die hier auch aus so einer Art Tempel geholt haben. Und irgendwas liegt hier. Ach, jetzt komm. Das sind bestimmt all your Zombies, genau, in high places. Oh, weia, und da ist noch so ein Oberzombie. Ein Obergeist. Okay. Bam, bam, bam. Oh, yeah. Oh, den habe ich ja gar nicht. Ah, Mann. Und schon wieder habe ich wieder den Fehler mit dem Ring. Mist. Nee. Los. Da gibt es ja eh nichts zu holen. Und jetzt werden wir mal nochmal ganz schnell unseren Ring wieder an- und ausziehen. Manometer. Und was essen wieder mal. Ach ja, beziehungsweise was trinken. Oh, egal, reicht erstmal. Und speichern. Denn da oben gibt es nämlich noch mehr zu sehen. Ja, jetzt läuft's wieder. Oh, um die Ecke. Immer um die Ecke gucken hier. Oh, gleich drei Stück. Muss das so sein? Okay. Sind die gut? Mal gucken. Vielleicht kann ich sie mit dem Feuerpfeil ja mal richtig schön zum Brennen bringen. Vielleicht schneller, ich weiß es nicht. Aha. Die prallen ab. Okay. Ein bisschen bringt's ja was. Aber... Oh, prallt größtenteils ab. Ich fass es nicht. Na? Okay, du bist. Du musst noch. Ja, die Pflanze vor den Augen. Okay. Ha, oberlustig. Prallen die Feuerpfeile einfach ab. Hm. Naja, dann wissen wir das auch, dass die Feuerpfeile nichts bringen. Aber trotzdem zum Scouten ist das gut, was das für ein Heinz da hinten ist. Ne, auch nur ein normaler Zombie. Sieht aus, als hätte er ein bisschen mehr Speed drauf. Ja, okay. Das ist auch nur ein Zombie. Ich dachte, das wäre irgendwie noch so ein heiliger Vater oder sowas. Oder so ein Paladin-Geist. Kann ja sein, dass er noch kommt. Ich weiß es nicht. Oh, diese Schreie sind einfach... Oh, die sind so übelst gut gemacht. Das kannst du auch nur machen, wenn du im Wald bist und keiner in der Nähe, wenn du mal so richtig deine ganze Wut, deinen ganzen Frust, deinen ganzen Ärger rausschreien willst. So hört sich das ungefähr an. Aber nicht so schmerzvoll. Speichern. Da hinten sind so wieder drei Schatullen, drei Truhen. Und das sind wieder nur Flavor-Dinger, ne? Ja. Und hier auch nur Flavor. Aber hier gibt es noch ein paar Dunkelpilze. Okay, dann habe ich wieder welche im Inventar. Dann kann ich ja wieder ein bisschen essen. Dann gibt es auch ein bisschen Mana. Versteckt sich denn hier noch irgendwo ein gefährlicher Zombie? Nein? Hm. Jolt. Jolt. Bullerfleisch. War da auch noch was in der Ecke? Ne, das sind nur lustige Steine. Okay, zu euch komme ich gleich. Ja, dann wollen wir mal gucken.
ob keiner guckt. Na. Okay. Okay, ein Silberkelch, Bergkristall und Gletscherquarz. Supi. Und eine tolle, einfache Zweierkombination. Du hast nichts, dafür eine violette Steintafel. Sehr gut. Alte Steintafel, Steintafel des Zweihandkampfes. So, wenn du auch so eine lustige, ich schätze mal die umgekehrte Kombination. So durchschaubar. Okay, dann wird hier nichts mehr sein. Und ich schätze mal auch, alle gute Dinge sind drei, was die Steintafeln angehen. Oder vielleicht gibt es noch irgendwie noch andersfarbige, man weiß es nicht. So, gucken wir mal genau hin, wo müssen wir denn eigentlich hin, um überhaupt hier zwischen den zwei Kreuzen sind wir gerade eben. Das heißt also, eins muss hier oben drüber sein. Dann schaue ich mal, wie wir rüberkommen. Da kommen wir nicht rüber. Da sehe ich nämlich. Sehe ich da ein Kreuz oder sehe ich da kein Kreuz? Kann ich hier an der Liane schwingen? Nein, das heißt ja nicht Pitfall, das Spiel. Nur. Schade. So, mal gucken. Wenn das Kreuz über mir war, dann muss das doch irgendwo hier sein. Nepperkraut, ja. Okay. Wo bist du? Warm, heiß, am heißesten. Jawohl, und hier haben wir wieder Waldbärchen und einen kleinen Lederbeutel. Schauen wir mal, was wir hier finden. Hack. Was findest du denn, Roland? Trank der Geschwindigkeit. Die kann ich alle mal irgendwie schön verkaufen. Mana-Extrakt und reines Mana. Ein Feldknöterich. Noch ein Feldknöterich. So, und da hinten ist dann das andere Kreuz, ne? Also wenn ich hier hingehe. Ah, hier war da noch was. Ja, da oben, von oben sieht man es gut. So, haben wir denn hier irgendwie eine Möglichkeit von da, hier, dort? Da komme ich ja gar nicht hin. Ne. Oder? Linke Hand? Ne. Gibt's einen Höhleneingang? Mal sehe ich so nicht. Boah. Ne, übel. Teleport vielleicht. Kann das sein, dass ein Teleport das macht? Nee, glaube ich auch nicht. Menno. Speichern. Vielleicht kann uns die Karte ja irgendwie einen Hinweis geben, dass wir da rüberkommen. Nö. Höchstens da oben. Überklettern und das ist übel. Das ist echt übel. Ja. Hier waren ja die ganzen Snapper und Orks. War ich hier noch nicht weit genug gekommen? Moment. Nee, das ist ja die andere Seite. Da hinten ist es. Ja. Okay, hier war ja der Troll am Stehen. Das ist echt übel. Das, wie man da hinkommt, das ist die große Frage. Vielleicht hier irgendwie rüber? Nein. Da unten rum? Nee. Oder? Doch? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin jetzt völlig verirrt. Ein Irrer geht seinen Weg. Waren wir ja schon. Muss ich mal eben noch mal gucken, welcher Weg, weil ich hatte ja so eine Gabelung gehabt. Genau, wir sind ja von da gekommen an der Kreuzung und gehen jetzt mal hier hoch. Vielleicht kommen wir da irgendwie lang. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich ein blödes Gesicht mache, aber ich glaube, ich war hier noch nicht. Ich glaube, ich war hier wirklich noch nicht. Oder? Doch. Meine schon. Doch, natürlich war ich hier schon. Ja, dann, hier dürfte nämlich auch noch ein Kreuz sein. Genau, richtig. Doof.
Nur weil hier wieder neue, oder ich habe die nicht mitgenommen. Da immer neue Pflanzen generiert, heißt auch gleichzeitig, hier war ich noch nicht. Für mich. Aber dann brauche ich hier auch nicht weiter, weil ja hier ist ja, hier sind ja die Peoples mit Crimson. Richtig. Soll ich es wagen? Moment mal. Hier gibt es ja die Plateaus, genau richtig. Die sind mir zu viel. Die sind mir in der Überzahl und ich schaffe das auch nicht. Noch nicht. Aber die Höhle ist bekannt. Das ist ein Durcheinander hier. Ich komme jetzt nicht mehr klar. Ach so, okay, ja, alles klar. Nö, sorry, Leute. Nö. Okay, ich denke immer, da würde jetzt die Post gekommen sein. Aber die kommt ja jetzt bei uns immer nachmittags oder fast abends. Warum, weiß ich auch nicht. Spielt jetzt aber keine Velosolex. Ja, dann gucken wir mal, nachdem wir abgespeichert haben, weiter. Weia. Wo sind denn die Peoples? Da ist einer zum Beispiel. Gibt's irgendwie noch mehr? Ich mach dich fertig. Okay. Dieser Ring. Wir warten das. Ja. Den kann ich nicht fertig machen, ich sehe das schon. Bandit. Ja, ein Finger und schon bin ich hinne. Probieren wir mal die Eiswelle aus. Apropos Eiswelle, wie spät haben wir es? Ja, okay, das ist jetzt 16:30 da in Gothic-Zeit. Gucken, vielleicht finde ich ja Leute, die mehr auf dem Punkt sind. Hier war ja noch irgendwie ein Heinz. Ah ja, da hinten sind sie. Nein, 9. Eiswelle. Gucken. Mach mal was. Na, die bringt nix. Die ist zu kurz. Und scheiß. Mal gucken, ob wir was im Petto haben. Ja, ich renne noch. Ich guck mal, ich hab noch was im Petto. Mal gucken, ob das was bringt. Ich mach dich fertig. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Bringt nix. Ich dachte, der wäre zäher, der Oger. Probieren wir es mal mit der Eislanze. Die bringt nämlich 150 Schaden. Ich bin gespannt. Okay. Daneben. Tolle Nummer. Wieso geht die denn vorbei? Ich habe keinen Mana mehr. Oh. Ah, wieder dieser Ring. Ach, die hat einer ein Schild um. Kein Wunder. Ui, ich stelle gerade fest und muss kalkulieren, dass ich ja schon ein bisschen überzogen habe. Also muss ich die irgendwie mal anders rannehmen oder später dran nehmen, ich weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen. Schreibt einen Kommentar, gebt ein Abo, achtet auf die Klingel, ja, und wie ich mit dem Banditen, da muss ich noch was in der nächsten Folge überlegen. Mal gucken. Ich sage tschüss.